ging es uns zu gut? Ich übersetze jetzt mal die Frage in den letzten Jahren. Ja. Also ich kann das ganz einfach an mir festmachen. 90er Jahrgang. Ich bin aufgewachsen, groß geworden in einer Welt, wo der Kalte Krieg keine Rolle spielte, wo Abrüstung im Vordergrund stand, wo wir nur Freunde hatten. Ja, dann kam irgendwie Afghanistan, aber Afghanistan war sehr weit weg. Dann kam der Irak, fast noch gefühlt noch einen Ticken weiter weg. Bundeswehr setzte die Wehrpflicht aus. Ich war der Letzte, der zur Musterung, nicht der letzte Mensch, aber der letzte Jahrgang, der zur Musterung musste. Da hast du aber auch schon gemerkt, alle haben sie irgendwie keinen Bock, weil jetzt geht's voran. Und ich glaube, wir haben halt so die letzten 30, lass es 25 Jahre sein. Selbst die Annexion der Krim, war weit weg gewesen. Also das hat uns ja auch nicht tangiert. Wir haben hier gelebt in wirklich in einer rosaroten Welt. Doppelfeser würde ich sie nennen. Feser auf der einen Seite die Forderung, ja, wir müssen die kritische Infrastruktur. Gleichzeitig hat sie in dieser gesamten Diskussion sich hingestellt und gesagt, ja, wir müssen in Deutschland die Grenzen dicht machen und besser kontrollieren, wer da über die Balkanroute und Ähnliches kommt. Frage, kritische Infrastrukturschutz, die Bundespolizei. Grenzschutz macht die Bundespolizei. Wie soll ich denn aus einer Ressource, die heute schon extrem knapp ist, da jetzt vernünftig beide Aufgaben erfüllen, ne? Ich persönlich mache mir wenig Sorgen vor physischen Angriffen. Über Cyberangriffe, glaube ich, müssen wir nicht lange reden, weil Digitalisierung in Deutschland und Schutz in Deutschland Das ist ist eine der Schutz, absolute Katastrophe. das ist einfach der Schutz vor digitalen Angriffen bei uns. Wir haben zu wenig Wir haben zu digitale wenig. Infrastruktur. Ich glaube, da geht es wieder auf das Argument zurück, wir können uns nur auf eins konzentrieren. Wir haben sehr, sehr lange uns mit Terroristen beschäftigt, politisch, religiös motivierter Terrorismus. Und das ist, muss man vorneweg sagen, es ist schlimm und die Angriffe waren schlimm und ähnliches. Aber ich glaube, gegenüber dem, was potenziell im Raum steht, ist das relativ großer Dilettantismus. So ein LKW zu kapern und in den Weihnachtsmarkt reinzufahren. Und ich will das überhaupt jetzt nicht kleinreden, aber dafür brauche ich weder Fachwissen noch große Vorbereitung oder ähnliches. Wenn wir das Gespräch zu Ende machen, jeder von uns Aber ist könnte. das vielleicht, entschuldige, ich gerade unterbreche, aber ist dieser Dilettantismus eigentlich das eigentlich Reale? Es gibt Menschen auch in meinem Umfeld, die wirklich überlegen, wie sie im Winter heizen können und sowas. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Von daher sage ich, es geht mir ausgezeichnet. Aber ich stelle mir dann schon die Frage, wie jemand, und da sind wir wieder bei dieser unkoordinierten, irgendwie jeder macht ein bisschen was politisch, wir können doch jetzt bitte nicht darüber diskutieren, dass wir Gaspreissteigerungen erwarten und Vorauszahlungssteigerungen schon jetzt haben, von um die 100%, 80 bis 100%, und dann den Leuten sagen, übrigens, du weißt zwar nicht, wie du die Rechnung, deine Gasrechnung, Heizungsrechnung, Wohnung und sonst irgendwas bezahlst, aber tu mir mal bitte einen Gefallen bei steigenden Lebensmittelpreisen, richte dir auch noch einen Vorrat ein und dann kauf, weißt du, wie teuer Kerzen geworden sind? Das ist ja unfassbar, so ein 100er-Pack bei, selbst bei Ikea, um meinen Namen zu nennen, kostet dich 6 €. Wenn Also. ich als jemand, der nicht weiß, wie ich am Monatsende das alles bezahlen soll oder wie viel Geld übrig bleibt, dann und ich die Wahl habe zwischen, ich hole mir eine Packung Kerzen, damit ich im Fall eines Stromausfalls, der vielleicht dann auch ein bisschen doch in der Ferne liegt und noch nicht so spürbar ist, für 6 € oder ich hole mir zwei Mahlzeiten, um 2 Tage über die Runden zu kommen, oder drei, wenn ich sehr sparsam bin, dann ist mir doch das, was das BBK sagt, doch scheißegal. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Darf ich an der Stelle mal einen Schritt weitergehen, Ja. weil sozusagen ein neues Thema mit reinbringen. Mal gucken, ob das sozusagen sich da irgendwo anknüpfen lässt. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, also jetzt vor unserem vor hier das Gespräch angefangen hat.
haben zurzeit sehr, sehr viele Krisen in der Welt, die sich eben auch auf Deutschland, deutsche Gesellschaft auswirken. Verschiedene Dinge, die schon unterschiedlich lang der Fall sind, unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedliche Dimensionen. Also ich zähle das jetzt einfach mal so zusammen. Wir haben eine Klimakrise, die zumindest gesellschaftlich relevant geworden ist, ja, wo man also aufgrund dessen schon darüber diskutiert, muss man nicht die Energieversorgung irgendwie ändern, müssen nicht die Leute irgendwie ihre Ansprüche runterschrauben. Jetzt kommt dann noch ein Krieg dazu, der diese Energiekrise nochmal verschärft, aber auch genau das Thema, was muss man für Konsequenzen daraus ziehen? Na? Und was jetzt auch hier in der Gesellschaft zu so einem unruhigen Grundrauschen beiträgt, würde ich sagen. Ja, weil das ja Folgen sind, die wir jetzt auch spüren. Stichwort Inflation, Stichwort erhöhte Energiepreise. Ja? Und dazu kommt noch eine Erfahrung, die jetzt auch Staat und Gesellschaft zunehmend machen, weil du vorhin gesagt hast, wir leben doch noch in einer relativ sicheren Welt. Also wenn man das darauf bezieht, wie sicher die Leute sich fühlen, was die subjektive Sicherheit ist, ja, und man kann man feststellen, die Zahlen sagen ja, die Leute fühlen sich eigentlich sehr sicher, Kriminalität ist eher insgesamt betrachtet so am Absinken. Natürlich haben wir wiederum auch Leute, deswegen spricht man ja von subjektiver Sicherheit, die das vielleicht anders empfinden, aber da ist es vielleicht nur die Empfindung, nicht die objektive Lage. Man könnte jetzt spekulieren, ändert sich das vielleicht, wird es unsicherer, aber auf jeden Fall gibt es auch die Diskussion jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, ja, Zeitenwende, Bundeswehr. Doppelwumms. Doppelwumms, aber auf der anderen Seite Ahrtal, was eigentlich nicht nur ein Beleg ist für, sagen wir mal, Umweltkatastrophen, die zunehmen, dass man jetzt nicht mehr von Jahrhundertfluten sprechen kann, weil die finden häufiger statt. Aber auch ein Ausdruck wohl eines nicht sehr gut aufgestellten Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes, dass dort Ressourcenkonzepte scheinbar fehlen, ich weiß es nicht, oder dass so Sachen wie neulich die Meldung der Präsident des BBK, sagt, ja, Stromausfälle, Blackouts sind wahrscheinlich. Und er wird sofort zurückgepfiffen von seinem eigenen Verein, ja, dass das missverständlich ausgedrückt gewesen sei. Also, es ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ne? Ich will nicht sagen, dass das unbedingt repräsentativ ist, aber man fragt sich so, als aus der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft ja schon noch, ist man da irgendwie, hat man das lange ignoriert? Ja, also ich meine, man könnte jetzt sagen, zum Beispiel Sirenen, ja, die sind seit der Wende alle immer konsequent abgebaut worden. Man hat also wahrscheinlich gedacht, wir leben im Schlaraffenland, wir brauchen wenig zivilen Schutz, weil es läuft doch alles wunderbar. Hat man wahrscheinlich da gespart und das scheint sich jetzt, ich will nicht sagen zu rechnen, aber man scheint jetzt zu sehen, dass in vielen Ecken und Enden man zu viel gespart hat. Das merkt man auch gerade in der öffentlichen Verwaltung. Also man ist scheinbar so, ich will nicht übertreiben, aber so ein bisschen wirkt es so, als sei jetzt hier Staat und Gesellschaft eigentlich nicht vorbereitet auf solche Situationen, die hat man vielleicht sich nicht vorstellen wollen, ja, oder als extreme Ausnahmesituation. Da versucht man jetzt ja irgendwie schon noch darauf zu reagieren und kann vielleicht auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Aber in diesem ganzen Szenario, also die Gesellschaft wird aufgefordert, auch vom Bundespräsidenten neulich in der Ansprache, sich auf mehr Resilienz einzustellen, mehr Resilienz für sich in Anspruch zu nehmen. Oder dass man die gesellschaftliche Erwartung, die besteht, dass man eben resilienter wird, alle Teile der Gesellschaft. Was vielleicht auch eine Art Stresstest für die gesamte Gesellschaft ist, ja. Kann das Sicherheitsgewerbe da irgendeine Rolle spielen oder welches würde es höchstwahrscheinlich darin spielen? Jetzt hast du ganz viele Punkte. Ich versuche mal alle nochmal zusammenzukriegen, weil du zwischendurch ja auch Fragen gestellt hast. Ging es uns zu gut? Ich übersetze jetzt mal die Frage in den letzten Jahren. Ja. Mhm. Also ich kann das ganz einfach an mir festmachen. 90er Jahrgang. Ich bin aufgewachsen, groß geworden,
in einer Welt, wo der Kalte Krieg keine Rolle spielte, wo Abrüstung im Vordergrund stand, wo wir nur Freunde hatten. Ja, dann kam irgendwie Afghanistan, aber Afghanistan war sehr weit weg. Dann kam der Irak, fast noch gefühlt noch einen Ticken weiter weg. Bundeswehr setzte die Wehrpflicht aus. Ich war der Letzte, der zur Musterung, nicht der letzte Mensch, aber der letzte Jahrgang, der zur Musterung musste. Da hast du aber auch schon gemerkt, pff, alle haben sie irgendwie keinen Bock, weil jetzt geht's voran. Und ich glaube, wir haben halt so die letzten 30, lass es 25 Jahre sein. Selbst die Annexion der Krim, war weit weg gewesen. Also das hat uns ja auch nicht tangiert. Wir haben hier gelebt in wirklich in einer rosaroten Welt. Und ich glaube, ich kenne mich dazu wenig aus, aber ich würde auch den Vorgängerregierungen keine großen Vorwürfe darauf machen oder dafür machen, dass wir uns da so viel auf russisches Gas und sonst irgendwas verlassen haben. Weil ich glaube, keiner in den letzten Jahren wirklich ernsthaft sich das vorstellen konnte, was jetzt passiert. Und das lässt sich auch relativ leicht belegen damit, dass ja die Bundeswehr auch personelle Probleme damit bekommt, dass sehr, sehr viele, die sich diesen neu geschaffenen Grunddienst jetzt entzogen haben, weil es jetzt plötzlich ernst wurde und denen die Bundeswehr gegebenenfalls im NATO-Kontext zum Einsatz kommen könnte. Und da sind ja ganz viele Austritte jetzt zu verzeichnen, zumindest wenn man den Medienberichten da glauben kann. Und das alles spielt mit hinein. Mit einem zweiten Fakt, was ich sofort dran denken musste, an einem Zitat aus dem Gespräch, das ich mit der sehr geschätzten Sabine Funk geführt habe, die sagte, wir können uns in Deutschland nur auf ein einziges Problem konzentrieren. Und ich glaube, das ist so etwas. Wir haben in unserer deutschen Mentalität, können wir nicht pluralistisch im Sinne von umfangreicher Problemlösung orientieren, uns damit beschäftigen. Wir haben ein sehr, sehr großes Aufmerksamkeitsdefizit, weil es wird eine Sau durchs Dorf getrieben und da springen alle sofort darauf an. Und das mag manchmal gerechtfertigt sein und ich war sehr erstaunt, dass dieser Ukraine-Krieg auch medial oder in der gesellschaftlichen Diskussion so lange es geschafft hat, im Fokus zu stehen. Aber auch die anderen Themen, ich weiß, wie das, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren mit dem ersten BBK-Warntag war, da war die riesengroß und dann war es diese Diskussion, dass die Sirenen nicht funktioniert haben, die Leute nicht informiert wurden und ähnliches. Und dann war es sofort weg, als man gesagt hat, ja gut, dann schaffen wir jetzt den BBK-Präsidenten ab und ersetzen den durch Ersetzen jemand den durch Neuen. neuen, Und dann ist das Problem gelöst, Haken dran, weil dann schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und wir haben halt einfach das Problem. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf eins, hat sich bei uns in der sicherheitspolitischen Diskussion noch ein zweiter Fakt eingeschlichen, dass wir unsere Ideen, unsere Maßnahmen, unsere Lösungsansätze immer gegenprüfen lassen mit einer potenziellen kleinen, aber sehr, sehr lauten Gruppe, die sofort auch die Kritik äußert, die meiste Zeit vom sehr, sehr rechten Rand kommt und politisch im Bundestag sitzt. Und ich glaube, Angst, Fokus auf nur ein Thema und gleichzeitig immer das Abgleichen, ja, was könnten denn unsere Kritiker, nennen wir sie mal Kritiker, sagen, ist kein guter Berater. Und das merkt man in der Energiepreisbremse, das merkt man in der Gaspreis Diskussion, die wir hatten in den Maßnahmen, die relativ schnell rausgeschossen wurden, um ja einen Punkt irgendwo zu setzen. Und dieses große ganze Bild zu diskutieren darüber, sich auch mal Gedanken drüber zu machen, wie angreifbar sind wir denn? Das glaube ich. Dass da nicht viel passiert, kommt in den Kontext Angst mit hinein, weil ich glaube, wenn man das ansprechen würde, dann würde man auch Maßnahmen planen müssen und dann kommt man relativ schnell auch an die also an die Grenzen, an die Ressourcengrenze. Das ist spät. An die Kapazitätsgrenzen, Kapazitätsgrenze, ja. Dankeschön. So, und zwei Sachen muss ich dabei immer berücksichtigen in der Situation, wie wir heute sind, um dann auf die Frage zum Sicherheitsdienst zu kommen. Zwei Fragen muss ich immer berücksichtigen.
über das, was wir heute angreifbar definieren und vielleicht früher auch im Rahmen des Kritisgesetzes angreifbar definiert war. Mhm. Das ist gebaut und entschieden worden in einer Zeit, und deshalb diese lange Herleitung auch, in der es uns gut ging. Wo niemand auf die Idee kam, warte mal, Nord Stream 1, Nord Stream 2 kann angegriffen werden. Wer hätte es denn angreifen sollen, weil wir alle in Europa davon profitiert haben, in Klammern auch gedacht haben, dass die Russen davon profitieren, weil es deren inländische Wirtschaft stärkt. Ne? Und dann sagst du dann, ja, dann legt das Rohr da lang. So. Dann hast du ein zweites Argument, kritische Infrastruktur der Deutschen Bahn, die in den letzten Jahren nicht davon geprägt war, macht die Bahn sicher, sondern davon geprägt war, die Bahn muss jetzt so hergestellt werden, dass sie sofort die Verkehrswende einleitet, dass sie pünktlich ist und Diskussion 9-Euro-Ticket hat es, glaube ich, am besten gezeigt und es ist völlig egal, was die Fachleute sagen, weil die Bahn und die Fahrgastverbände und Ähnliches haben gesagt, seid ihr bescheuert, in den Ferien 9-Euro-Ticket einzuführen. Diese Kapazitäten haben wir nicht. Und man trotzdem aus einer politischen Meinung heraus gemeint hat, das genau dann auch einzuführen. Und jetzt kommen wir in ganz einfache Struktur wieder rein, es passiert etwas und alle schreien. Aber alle schreien, es muss jetzt was gemacht werden, anstatt zu sagen, Leute, ganz ehrlich, ob da jetzt heute was passiert ist, gestern was passiert wäre, vor zwei Wochen oder in zwei Monaten passiert wäre, wäre es heute nicht passiert, dann hätten wir diese Diskussion nicht. Und wir würden auch in zwei Monaten nicht weiter sein an der Diskussion, weil wir in unserer Schlaraffenwelt leben, dass uns ja keiner angreift. Darf ich kurz was einwerfen? Gestern hat ein Kollege gesagt, da ging es allgemein um Sicherheitsforschung zwar, aber hier in Deutschland ist das Thema viel zu wenig beachtet und behandelt. Und er hat es mit dem angloamerikanischen Raum verglichen, wo er gesagt hat, wird es viel intensiver diskutiert, viel ernster genommen. Da gibt es sehr viel mehr Forschung. So. Ich würde so laienhaft sagen, so ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, so ich würde das bestätigen wollen. Ja, wobei müsste genau hingucken und was vergleicht man da eigentlich? Ja, aber ist es wieder ein Beleg dafür, dass man sich hier eben scheut, warum auch immer? Könnten wir auch mal die Frage stellen, warum? Sich so wirklich über solche Dinge ernsthaft Gedanken zu machen, weil vielleicht, das wäre jetzt eine Antwort von mir, alle möglichen Eventualitäten, ja, also es eines Risikos, auch wirklich einzukalkulieren, kostet immer Geld und Aufwand. Und das will man nicht. Dazu wirst du wahrscheinlich mehr sagen können als Vertreter der Wissenschaft. Mir geht es jetzt gar nicht so um die Sicherheitsforschung, ja, und wer da genug, aber so, das ist es sozusagen in, also ich will den Punkt aufgreifen, was du auch beschrieben hast, uns geht's gut, wir sind aufgewachsen in einem relativ sicheren Umfeld, ja, natürlich hatte das auch irgendwo seinen Preis, wir haben einen großen Niedriglohnsektor zum Beispiel, würde ich sagen, aber wo man eigentlich erwartet hat, weil die Politik das einem so auch erzählt hat, ja, wir leben in einem sicheren Umfeld, wir müssen uns keine Sorgen machen. So. Ja. Und deswegen hat man an einigen Stellen auf Sicherheit verzichtet, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob wir auf Sicherheit verzichtet haben, soweit würde ich gar nicht gehen. Aber ich glaube, dass wir, und man muss ja in der heutigen Zeit vorsichtig sein, und jetzt mache ich das Gleiche mit dem Gegenspiegeln, dass das politisch nicht falsch verstanden wird, aber ich glaube, wir leben in einer Welt, oder wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die in vielen Teilen auch realitätsfern ist. Das fängt bei ganz einfachen Sachen an, wie beim Abgasskandal. Ne? Wir haben immer noch von uns die Vorstellung, hey, wir sind das Land der Ingenieure, der Dichter, der Denker, der Voranschreiter, hier passieren Innovationen. Und dann merken wir eigentlich im Umkehrschluss, das Ganze, was wir an Ressourcen haben, an Wissen, an Leistungsmöglichkeiten, nutzen wir dafür, alte Technologien sauber zu rechnen, manipulieren. Ja, jetzt kann das jetzt eine Definition der innovativ sein? Ja, auf der anderen Seite sage ich aber,
wenn die weiß ich nicht, die 10, ich sag mal 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lange sie damit verbracht haben, aber wenn ich diese 10 Jahre, diese Ingenieurleistung dafür genutzt hätte, dann wären wir heute mit Autos und seien es Elektro- oder Wasserstoffautos, glaube ich, wären wir viel, viel weiter als etwas Altes, schön zu rechnen. Und da sind wir an dem Punkt, dass wir sehr gerne darauf uns fokussieren, was wir sind und wer wir sind, und das bitte alles in einem sicheren Umfeld. Und im Notfall bauen wir uns dieses sichere Umfeld. Und dann kommen wir wieder zu diesem Argument, zu sagen, weißt du, wir lernen hier im Sicherheitsmanagement und im Risikomanagement, und das ist egal, ob das wirklich nachher Security Manager wären oder Controller oder BWL oder sonst was wären. Wir lehren und wir erzählen immer, es bleibt ein Restrisiko. Und in der Theorie wissen wir das alle, aber wir werden in der Praxis mit dem Restrisiko nicht konfrontiert. Überleg mal, Nancy Faeser, nachdem es diesen, nennen wir ihn mal, Angriff auf die Deutsche Bahn, nach meinem Kenntnisstand bis heute immer noch nicht bekannt, was die Ursache war, welcher Modus operandi dahinter stand oder welche Täterintonation das Ziel war oder welcher Tätertypus, statt sich mal hinzustellen, was ich als Security Manager, und ich hoffe, viele Security Manager da draußen auch gefordert hätte und gesagt hätte, Leute, mal ganz ehrlich, da liegen Millionen von Kilometer Draht und Kabelverbindungen, und dann bin ich nur bei Millionen Kilometer Deutsche Bahn, dann haben wir noch Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Kilometer Stromnetze in Deutschland, auch kritische Infrastruktur, dann habe ich Millionen von Kilometer Wassernetze und Versorgungsnetze. Leute, ganz ehrlich, das ist so schwachsinnig, 100% davon zu überwachen. Wir werden immer an den Punkt kommen, dass wir ein Restrisiko haben. Und leider sind wir an diesem 8. Oktober von diesem Restrisiko erwischt worden. So, nee, stattdessen, und ich soll kein Politiker-Bashing, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, aus welcher Richtung, aber stattdessen stellt man sich hin und sagt, ja, mehr Polizei, mehr private Sicherheitsdienste, die privaten Betreiber müssen jetzt endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Und dann stehst du als privater Betreiber da und sagst, ja, natürlich, jetzt kann ich nochmal 10 Mann rausschicken, aber bei, ich glaube, rund 60.000 Kilometer Streckennetz der Deutschen Bahn, 10 Mann mehr, 50 Mann mehr, 500 Mann mehr, 5.000 Mann mehr, dann kriege ich doch nur Sicherheit hin, das, was die Politik der Gesellschaft verspricht, dem unwissenden Bürger, nur dadurch, dass ich wirklich sage, okay, wir 100% überwachen wir. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Wir möchten gerne nicht damit konfrontiert werden als Gesellschaft, dass es ein Restrisiko gibt. Und wenn die Bahn jetzt was macht, dann, und die Energieversorger was machen und weiß ich nicht, die Wasserversorger was machen, am Ende des Tages wird der Täter, der immer einen Schritt voraus ist, weil er weiß, wie er angreift, wird er einen Weg finden, uns zu manipulieren oder die Angriffe durchzuführen. Aber wir setzen auch da wieder zu stark auf das Thema Prävention in einem repressiven Kontext, um es mal so zu formulieren. Also wir reden dann zu viel über diesen Schutz. Wie schützen wir jetzt wirklich dieses Kilometer, dieses Kabel, was da vorne verläuft, dass da nicht jemand angreift? Darüber müssen wir auch nachdenken. Aber wir müssen auch mehr darüber nachdenken, wie kriegen wir denn relativ schnell Redundanzen oder wie sorgen wir dafür, dass die Auswirkungen, die so ein Angriff bleiben, gering bleiben. Und ganz plötzlich sind wir eigentlich in einem ganz simplen, das, was jeder Student im Sicherheitsmanagement, jede Fachkraft für Schutz und Sicherheit lernt, in dem Sicherheitskonzept. Weil genau da gehst du die Schritte durch. Was ist mein Angriffsvektor? Was ist mein Schutzziel? Was sind Maßnahmen? Die wege ich ab? Und was sind die Konsequenzen, die eben in dieser Abwägung daraus entstehen? Und wo habe ich den größten Kosten-Nutzen-Aufwand? Tja, da würde mich jetzt natürlich interessieren, haben wir solche funktionierenden Konzepte oder funktionieren die angewendet werden? Kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ja? Ich auch nicht. Das so pauschal kann man darüber auch gar nicht reden. Ich auch nicht, aber man kann vielleicht eine Einschätzung abgeben. Ne? Wenn ich sehe, dass Cyberangriffe vor dem Ukraine-Russland-Konflikt auf Krankenhäuser stattgefunden haben, wo Daten verschlüsselt wurden, Patientendaten verschlüsselt wurden, wo Angriffe auf Unternehmen, auf den Bundestag stattgefunden haben und die nur wirklich durch da gibt es eine sehr, sehr gute Podcast-Reihe dazu, komme jetzt nicht auf den Namen, aber die sehr, sehr aufgeschlüsselt haben, dass das nur ein Zufall war, dass man das entdeckt hat, dass das passiert ist. Nachdem Nord Stream 2 angegriffen wurde, da hätte ich jemanden gebraucht oder jemanden erwartet, der dann irgendwann mal sagt, jetzt lass uns mal eins und eins zusammenrechnen.
Wir haben eine veränderte Kriegsführung, wir haben eine hybride Kriegsführung oder eine hybride Angriffsform, andere Angriffsvektoren. Und plötzlich müssen wir uns überlegen, wie können wir eigentlich andere Sachen schützen. Mhm. Und das, wer soll das denn auch machen? Weil dann gleichzeitig sind wir wieder aus meiner Sicht an dem Punkt der Angst, wenn jetzt eine Innenministerin sagt, pass auf, wir müssen mehr dafür sorgen, dass wir die Cybersicherheit erhöhen und resilienter werden und auch in der Strafverfolgung besser aufgestellt sind, um bleiben wir mal nur in diesem Beispiel, ja, Cyberangriffe zu verfolgen, dann sagst du, dann käme ja gleich die Gegenforderung. Dann werdet ihr erstmal damit konfrontiert, dass ihr eigener, was man ihr nicht mehr zum Vorwurf sicher so machen kann, aber dass der Chef des BSI Kontakte zu Russland hat und dass so eine Sendung wie von Jan Böhmermann aufgedeckt wurde. Die Polizei kommt um die Ecke und sagt, also mal ganz ehrlich, Cyberstraftaten verfolgen, wie soll denn das funktionieren? Wir haben ja nicht mehr genug Kapazitäten, um den Schutzmann, das versteht hoffentlich jeder richtig, was ich meine, aber die klassischen aus den Gefahrenabwehrgesetzen Leistungen zu erfüllen. Die bleiben wir bei der Bahn, ganz witzig, ne? Zuständige Behörde, die Bundespolizei zum Schutz der kritischen Infrastruktur der Bahn. Doppelfeser würde ich sie nennen. Feser auf der einen Seite die Forderung, ja, wir müssen die kritische Infrastruktur. Gleichzeitig hat sie in dieser gesamten Diskussion sich hingestellt und gesagt, ja, wir müssen in Deutschland die Grenzen dicht machen und besser kontrollieren, wer da über die Balkanroute und Ähnliches kommt. Frage, kritische Infrastruktur schützt die Bundespolizei, Grenzschutz macht die Bundespolizei. Wie soll ich denn aus einer Ressource, die heute schon extrem knapp ist, da jetzt vernünftig beide Aufgaben erfüllen? Ne? Und dann kommen wir eigentlich dorthin, dass es mich extrem stört, dass da keiner da ist, der mal fragt und sagt, wie soll das funktionieren, Frau Faeser? Schutz kritischer Infrastruktur, Bundespolizei, schon heute überfordert, ressourcenmäßig überfordert, hat vielleicht mal in irgendwelchen Revieren, die weit abliegen und vielleicht sehr interessant für bestimmte Täter wären, ein, zwei Streifen nachts draußen, die sollen aber gleichzeitig die Grenze im Thüringer Wald schützen. Wie soll das funktionieren? Und dann leben wir wieder, glaube ich, in dem Punkt, dann kommen wir wieder zurück, dass wir gerne nicken und sagen, ja, Hauptsache, wir haben jetzt gehört von der Politik, dass alles gut wird. So. Ja. Und du hast die Frage gestellt, um nur mal die Frage zu stellen, Sicherheitsdienst, private Sicherheitsdienste sehe ich da gar nicht. Wir müssen aus zwei Gründen, die man, glaube ich, auch gut herleiten kann. Wir haben sowas wie ein Arbeitsschutzgesetz und wir haben sowas wie Unverfügungsvorschriften. Und die verlangen, dass ich eine Gefährdungsbeurteilung durchführen muss. Und wenn ich jetzt der Meinung plötzlich bin, dass ich dort fremde Staatsmachten oder eine fremde Staatsmacht habe, die Deutschland und mein Objekt angreifen kann, dann möchte ich gerne die Gefährdungsbeurteilung sehen, die sagt, ja, wir haben hier ein Risiko, nämlich den KGB-Agenten, der die Infrastruktur oder das Gebäude angreift. Und übrigens, das sind unsere Arbeitsschutzmaßnahmen. Ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, aber das passt für mich nicht übereinander. Und da haben wir noch lange nicht über die Trennung von hoheitlichen Aufgaben und privaten Aufgaben gesprochen. Aber darüber kann man ja viel diskutieren und wir haben viele Grauzonen heute. Aber selbst wenn ich sage, da finde ich einen Weg, dass der private Sicherheitsdienst das schützen soll, dann möchte ich bitte die Gefährdungsbeurteilung sehen, die zu diesem Ergebnis kommt. Weil wenn ich plötzlich identifiziere, da ist eine fremde Staatsmacht, die in Deutschland ein Objekt der kritischen Infrastruktur angreift, dann muss ich ja davon ausgehen, dass die komplett anders ausgestattet und ausgerüstet ist. Also habe ich dann habe ich nicht diesen 14-jährigen oder 15-jährigen Sprayer, der nachts in irgendeine Abstellanlage geht und da irgendwelche Züge beschmiert, den ich dann auch vielleicht mit leichter körperlicher Gewalt oder lautem Anreden davon überzeugt kriege, entweder abzuhauen oder so lange zu warten, bis die Polizei dann mal irgendwann da ist, sondern dann habe ich sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Agenten im Zweifelsfall. Mitarbeiter von Geheimdiensten. Und die soll ich dann,
Wie soll ich den KGB-Agenten stoppen? Dann bist du ja relativ schnell dabei, denn dein Reinstoffsprühgerät reicht da nicht mehr. Dein Schlagstock auch nicht. Und dann kommst du ja plötzlich in eine. Dann musst du ja mit Schusswaffe vielleicht ausrüsten. Und dann kommst du ja plötzlich in eine Spirale, wo du nur aus den Arbeitsschutzperspektiven sagst, da hast du eine Grenze erreicht. Und dann haben wir noch lange nicht darüber gesprochen, dass dann viele Argumente, auch in den Diskussionen, die ich führe, dann sagen, ja, dann hast du ja eine Polizei. Du beobachtest ja nur, melden und beobachten und dann holst du Polizei. Und dann möchte ich mal denjenigen sehen, der im Thüringer Wald auf der Lauer liegt, dort einen Täter beobachtet, die 110 wählt, wo die Polizei in 3 Minuten da ist. Wir haben Einsatzzeiten im ländlichen Raum von 20 bis 40 Minuten. Ja. Auch da, weil die Politik entschieden hat, wir brauchen nicht mehr so viel Polizei. Ja. Aber sind wir denn schon so weit, dass wir, abgesehen von dem grundsätzlichen Problem, ja, was du beschrieben hast, dass das jetzt dringend geändert werden muss? Das, also ich meine, Gesetz? Ich will darauf hinaus, ich meine, KGB, den gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, aber sind wir denn schon so weit, dass wir uns vor solche Attacken auf die Infrastruktur, die ja sozusagen erstmal hypothetisch denkbar sind, ja, und wo man hier und da vielleicht auch schon kleinere Beispiele hat, ja, aber sind die denn schon so realistisch? Also in der Diskussion hört man das immer mal wieder, irgendein Experte, der im Fernsehen darüber spricht oder sowas. Ich frage mich manchmal, aber wenn wir da so anfällig sind, mal also provokant zurückgefragt, warum hat da nicht schon längst irgendein Terrorist oder irgendein feindlicher Staat die Wasserversorgung vergiftet? Ich meine, gibt es da vielleicht, ist es nicht so, dass ein Bestandteil von Sicherheitskonzepten, wir sind da beide eben jetzt auch keine Experten, würde ich gerne mit einem mal sprechen, ist es so, dass die sagen, nee, aufgrund, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert, weil es keinen Staat Welt gibt, der so ein Interesse jetzt daran hat? Oder ist es einfach so, ja, wir sind schon so gut gewappnet, dass wir das detektieren können, sobald sowas irgend Auffälliges passiert? Oder hatten wir bisher einfach nur Glück? Ja, oder es ist einfach so, dass sozusagen so eine gezielter Massangriff, also jetzt, was wir doch in der Ukraine gerade erleben, ist, was macht die russische Armee? Sie bombardiert permanent die Infrastruktur in der Ukraine. Ja. Ja, weil das ist natürlich die Angst, die man hat, ne? Dass sozusagen ein Angriff auf die zivile Infrastruktur dazu dient, die Gesellschaft zu demoralisieren und zu verängstigen. Ja? Das ist sozusagen das, wo man sich heute vorstellt, das findet viel eher statt, weil das als viel effizienter gesehen wird als irgendwelche Panzerschlachten. Ja? Aber sind wir denn hier in Deutschland schon jetzt so weit, also ich meine es gar nicht polemisch, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen, dass solche Angriffe stattfinden könnten? Da kann ich dir auch nur meine Meinung sagen. Ich persönlich mache mir wenig Sorgen vor physischen Angriffen. Über Cyberangriffe, glaube ich, müssen wir nicht lange reden, weil Digitalisierung in Deutschland und Schutz in Deutschland ist eine absolute Katastrophe. Das ist einfach der Schutz vor digitalen Angriffen bei uns. Wir haben zu wenig Digitalisierung. Wer möchte so ein Faxgerät angreifen? Ja, aber ich glaube, da geht es wieder auf das Argument zurück, wir können uns nur auf eins konzentrieren. Wir haben sehr, sehr lange uns mit Terroristen beschäftigt. Politisch, religiös motivierter Terrorismus. Ja. Und das ist, muss man vorneweg sagen, es ist schlimm und die Angriffe waren schlimm und ähnliches. Aber ich glaube, gegenüber dem, was potenziell im Raum steht, ist das relativ großer Dilettantismus. So ein LKW zu kapern und in den Weihnachtsmarkt reinzufahren. Und ich will das überhaupt jetzt nicht kleinreden, aber dafür brauche ich weder Fachwissen noch große Vorbereitung oder ähnliches. Wenn wir das Gespräch zu Ende machen, jeder von uns aber könnte... Aber ist das vielleicht, entschuldige, ich gerade unterbreche, aber ist dieser Dilettantismus eigentlich das eigentlich Reale, was stattfindet und nicht, was drüber hinausgeht? Also sowas, sagen wir mal so, ich habe vorhin von Jahrhundertflut, sagen wir mal so, so ein Angriff wie auf
die Twin Towers da in New York, ist das nicht sowas wie eine Jahrhundertattacke, nenne ich das jetzt mal. Also. Ja. Also ich glaube schon, dass wir zwischen real und potenziell unterscheiden müssen. Und real würde ich dir vollkommen recht geben, dass solche Angriffe wie Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz, auf Straßenfeste in Bayern, wo auch immer, genau das ist, womit wir uns auch weiterhin real beschäftigen müssen. Aber auch da haben wir, glaube ich, auch in einem unserer Gespräche schon drüber gesprochen. Wir haben ja, auch dafür haben wir keine Antwort. Also wir haben ja in so einem kleinen Themen schon keine Antwort. Ich war gestern Richtig. interessanterweise auf dem Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt und wir erleben wieder dort zwei Punkte, nämlich der erste Punkt, wir haben diese wunderbar tollen Fahrzeugsperren, weil dann mal vor jetzt 6 Jahren da ein LKW reingefahren ist, dafür, dass jemand sich auf dem Weihnachtsmarkt in die Luft sprengt oder ein Küchenmesser zieht und auf andere einsticht, helfen diese LKW-Sperren nicht. Aber Breitscheidplatz wissen wir alle, da gibt es nur dieses eine Bedrohungsszenario LKW, alles andere passiert nicht. Und der zweite Fakt, was ich viel dramatischer finde, ist, es gab ja diese Studie der Berliner Polizei, zur Wahrnehmung der Polizei nach dem Breitscheidplatzattentat, wo man ja ganz klar festgelegt hat, dass die Polizei anders auftreten muss, anders wahrgenommen werden muss, dass bei den Deutschen eine aggressiv auftretende Polizei, wo du vielleicht im anglosächsischen Raum sagen würdest, jetzt fühle ich mich sicher, wir in Deutschland uns als Normalbürger oder als Tourist dann doch eher unsicher fühlen, weil wir eher den Gedankengang haben, okay, wenn die jetzt hier mit Maschinengewehr und Co. stehen, Dann ist dann Gefahr ist angesagt. Gefahr, also und keine Oder? Sicherheit. Ja, Und ja. du läufst über den Weihnachtsmarkt und denkst dir, hey, ihr habt eine geile Studie gemacht, die wirklich auch sinnvoll ist und ihr haltet euch an diese Studie nicht. Wir sind einfach, ich glaube, wir haben einfach Glück gehabt. Und ich glaube, das ist auch für uns. Jetzt bleiben wir nochmal beim Terrorismus, ist nicht mehr interessant in dieser Form ist anzugreifen, weil man ja eben gesehen hat, nach 9/11 gab es eine riesige Reaktion darauf mit Einmarsch Afghanistan, Irakkrieg und alles, was da in diesem Kontext dann als Folge passiert ist. Aber wenn wir es mal ganz genau nehmen, nach den Anschlägen in Brüssel, in Madrid, auch auf dem Breitscheidplatz in Berlin, hat das unsere Gesellschaft verändert? Ja, die Geheimdienste haben ein bisschen mehr Rechte bekommen, die sie nicht umsetzen können, weil dann bist du an dem Punkt, ne, wie soll ich eine Überwachung machen, wenn ich die technischen Mittel nicht habe und Vorratsdatenspeicherung und Co. Aber sei es drum. Ne? Also, aber es gab diese Außenwirkung, die ich mir vielleicht als Terrorist nicht vorgestellt habe. Und da kommen wir jetzt plötzlich in eine neue potenzielle Bedrohungslage. Ich glaube schon, dass dann, wenn ich die Infrastruktur angreife, die kritische Infrastruktur angreife, dass ich damit deutlich mehr schädige, als wenn eben für denjenigen, der in München sitzt, dem wird auch in Berlin ein Anschlag sehr schlimm sein und umgekehrt, aber er fühlt das selber nicht. Und wir Menschen reagieren hart auf eine Sache, wenn wir selber davon betroffen sind. Und jetzt habe ich so einfach vorneweg gesagt, ja, wir konzentrieren uns auch als Gesellschaft immer nur auf einen Punkt. Aber wenn ich dran denke, an Blackout beispielsweise, 2012 kam dieses Buch raus von Mark Ellsberg, glaube ich, heißt der Autor. Ne? Ab 2012 und 2013 war in diesem Studiengang, in meinem Jahrgang, kein anderes Thema. Jeder Professor, jeder Dozent hat seinen Unterricht auf dieses Buch irgendwie versucht auszurichten, sei es in Kommunikation, sei es in Sicherheit und Krisenmanagement und Ähnlichem. Aber jeder hat gesagt, das ist total realistisch und man hat sich danach Gedanken gemacht, aber wenn wir jetzt sehen, in den 10 Jahren ist de facto ja nicht viel passiert. Aber ich könnte jetzt so sagen, ja, vielleicht als Reaktion darauf, dass man sich Meinst du? entsprechend, das weiß ich nicht, das wäre jetzt meine Frage. Also ich Das ist weiß, doch ich immer, war. das ist ein grundsätzliches Problem. Eine Gesellschaft nimmt bestimmte Prozesse wahr und reagiert darauf. Und im Nachhinein weißt du nicht, ob die Reaktion vielleicht Schlimmeres verhindert hat. Ja? Also zum Beispiel, ja, verhindert hat den nächsten Anschlag, weil der potenzielle Mensch, der hätte einen Anschlag begehen können, jetzt plötzlich durch eine andere Diskussion in der Gesellschaft anders wahrgenommen wird und dann diesen nächsten Schritt nicht mehr macht. Das ist alles immer sehr schwer festzustellen. Ja? Also, ne? Ja, aber dann erinnere ich ganz, ich weiß, jetzt müsste man jetzt die Jahreszahl jetzt mal googeln, aber
deutlich später war doch der Blackout dort oben in Niedersachsen gewesen, was diese eine Region durch die durch Schneemassen eingestürzten. Aber das war ja sozusagen soweit ein Blackout durch Naturkatastrophe. Ich glaube, das ist ein ganz berechtigtes Argument. Ja. Ich glaube, der Mensch unterscheidet schon zwischen, ist das eine Natur oder werde ich da gerade angegriffen? Ja. Aber gerade dadurch, dass, wenn die Natur es schafft, kann es ein Angreifer möglicherweise auch, gehe ich auch davon aus. Und es ist ja auch naheliegend, ich meine, auch so Obertrassen oder Leitungen, Überlandleitungen und ähnliches, da kann ich doch auch nicht an jeder Trassenkilometer, an jeder Oberleitungsstütze, wie heißen die Dinger? Ein Sicherheitsmitarbeiter hinstellen und sowas. Also potenziell angreifbar, muss nicht mal großes Wissen sein. Weiß ich nicht, kann ich vielleicht auch mit 20 Polenböller, die so einen Mast zum Umstürzen bringen, keine Ahnung. Aber guck mal, wir wissen darüber, was passiert, wenn wir können relativ, glaube ich, auch realitätsnah modellieren, was passiert, wenn was ist. Das wissen wir, wenn Stromausfall ist, wissen wir, so und so lange werden höchstwahrscheinlich die Handynetze noch funktionieren. Ja. Danach funktionieren so und so lange vielleicht auch die Handys für eine andere Form der Kommunikation und dann ist Ende und dann ist Finitum. Und die Frage ist, was kommt denn danach? Und dann kommst du aus meiner persönlichen Sicht wieder in eine Diskussion, dass du sagst, okay, du verlässt dich auf Freiwillige. Du verlässt dich darauf, dass es ein THW gibt, das aus Ehrenamtlichen besteht, ein Deutsches Rotes Kreuz, eine Malteser und alle diese Hilfsorganisationen, die schon irgendwie versuchen, da hineinzugehen. Und das glaube ich auch. Und das ist auch nicht der Punkt, der mich an der Stelle interessiert, sondern was mich mehr interessiert ist, wie sieht es in den Altersheimen aus? Wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Und dann nicht nur über Notstrom. Dann bleibt ja diese Diskussion oftmals an der Notstromversorgung hängen. Aber ich kann doch auch einer Pflegekraft nicht zumuten, 5 Tage 24/7 Dienste zu machen, weil sie nicht nach Hause kommt. Oder davon abgeleitet dann die Frage, wie schaffe ich es, dass ich mein Personal tauschen kann. Das Personal, was zu Hause ist oder frei hat in dem Moment, wo es passiert, wie kommt das auf Arbeit? Und dann bist du an den nächsten Punkt wieder, dass ich neulich mit jemandem gesprochen habe, der aus dem Bereich der Tankstellen kommt, der sagt, ganz ehrlich, wir haben das berechnet und die Politik weiß das, aber es wird kein Benzinlaster fahren, wenn wir einen Stromausfall haben. 2 Probleme. A, wie wird der gefüllt, weil wir keinen Strom haben zur Pumpen? Und zweite Sache ist, wie kriegt der das wäre vielleicht noch machbar. Halt in die Tankstelle kann man vielleicht auch aus dem Laster tanken. Das nächste Problem ist aber, die Raffinerien sitzen woanders, als die Tankstellen sind. Das heißt, wer begleitet denn diesen armen Lastkraftwagenfahrer auf seinen, weiß ich nicht, 50, 60, 100, 200 Kilometer, dass da nicht irgendwo plötzlich am Tag 4 eine Straßenbarrikade ist und Benzin zu pumpen. Und dann kommst du an den Punkt und sagst, ja Gott sei Dank, passiert bei uns nicht und wenn was passiert, dann bist du zu Hause. Ja. Hoffentlich. Ja. Und nicht jetzt. Aber bald. Nein, aber das, ich war vielleicht noch den Gedanken zu Ende zu führen, ich war heute früh etwas, weiß ich gar nicht, wie ich meinen Zustand beschreiben soll, freudig und erschrocken gleichzeitig. Auf NTV lief vom BBK ein Werbespot, den ich übrigens jetzt auch sehr viel in den sozialen Medien schon gesehen habe, wo es wieder um diese grundsätzlichen Punkte geht, wie bereite dich darauf vor, es muss nicht nur der Stromausfall sein, das kann jetzt auch der Wintereinbruch sein, hast du Kerzen, hast du Taschenlampe, hast du ein Kurbelradio, wo ich selber auch irgendwo langsam gelangweilt bin, weil du das immer wieder hörst, wenn ich mich selber hinterfragen würde. Aber ich weiß nicht, also das sind sicherlich nützliche Tipps, aber ist es die Aufgabe von so einem Bundesamt, in erster Linie die Leute zu beraten, wie so eine Verbraucherschutzstelle nach dem Motto, was du alles zu Hause in deinem Schrank haben solltest? Also ich, für mein Empfinden ist es mir viel, viel zu wenig, ehrlich gesagt. Naja, da kommt ja das nächste Problem auf.
Also ich als, also ich mir geht's ausgezeichnet, also auch finanziell ausgezeichnet und gar nicht jetzt im Sinne von, dass ich die Fuffis in den Club schmeiße, sondern es gibt Menschen auch in meinem Umfeld, die wirklich überlegen, wie sie im Winter heizen können und sowas. Ja, ja. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Von daher sage ich, es geht mir ausgezeichnet. Aber ich stelle mir dann schon die Frage, wie jemand, und da sind wir wieder bei dieser unkoordinierten, irgendwie jeder macht ein bisschen was politisch, wir können doch jetzt bitte nicht darüber diskutieren, dass wir Gaspreissteigerungen erwarten und Vorauszahlungssteigerungen schon jetzt haben, von um die 100%, 80-100%, und dann den Leuten sagen, übrigens, du weißt zwar nicht, wie du die Rechnung, deine Gasrechnung, Heizungsrechnung, Wohnung und sonst irgendwas bezahlst, aber tu mir mal bitte einen Gefallen, bei steigenden Lebensmittelpreisen richte dir auch noch einen Vorrat ein und dann kauf, weißt du, wie teuer Kerzen geworden sind? Das ist ja unfassbar, so ein 100er-Pack, selbst bei Ikea, um meinen Namen zu nennen, kostet dich 6 Euro. Wenn ich als jemand, der nicht weiß, wie ich am Monatsende das alles bezahlen soll oder wie viel Geld übrig bleibt, dann und ich die Wahl habe zwischen, ich hole mir eine Packung Kerzen, damit ich im Fall eines Stromausfalls, der vielleicht dann auch ein bisschen doch in der Ferne liegt und noch nicht so spürbar ist, für 6 Euro, oder ich hole mir zwei Mahlzeiten, um 2 Tage über die Runden zu kommen, oder 3, wenn ich sehr sparsam bin, dann ist mir doch das, was das BBK sagt, doch scheißegal. Dann geht es für mich heute darüber, um zu überlegen. Und das wäre so vielleicht auch die Klammer, die man über das schlagen könnte. Und dann würde mich nochmal interessieren, wie wir als Gesellschaft sowieso darauf reagieren, wenn wir mal wirklich mal 2 Wochen ohne Strom unterwegs sind. Das wäre interessant. Ja, das wäre ein Stress. Wie viele davon überleben. Ja. Also muss das BBK jetzt in Zukunft doch mal bitte, liebes BBK, die Inflation in bekämpfen. Die Vorschläge mit, ja, auch bekämpfen, aber mit einrechnen. Ja. In den Vorschlägen. Ja. Zur, Man muss ja schon sagen, jede Behörde hat seine Aufgabe, aber... Ihre, danke, die Behörde, ihre Aufgabe. Aber was ich einfach damit grundsätzlich sagen möchte, wenn wir wirklich darüber sprechen, dass wir in Deutschland Sicherheit produzieren wollen und resilient werden und damit Vorsorgen treffen, dann kann ich eben nicht nur sagen, pass auf, ihr müsst diese Vorräte anlegen, während ich dann, wenn ich den Fernseher anmache, nach dem Werbespot dann höre, die Diskussionen habe, dass eine CDU, CSU das Bürgergeld blockiert, dass wir überhaupt nicht wissen, wie hoch jetzt die Gaspreise werden, alle nehmen die Inflation, keine Lücken, dass ein Christian Lindner weiterhin auf die Schuldenbremse besteht und damit keine Investitionen tut, und dann ist mir die Hose näher als die Schuhe an dieser Stelle. Und dann, ne, also es würde Deutschland gut tun im Falle eines Falles, wenn alle vorbereitet sind. Wenn ich aber bei einem sehr, sehr großen Anteil nicht das Geld habe, um vorbereitet zu sein, dann muss ich leider sagen, dann hat das auch eine Auswirkung auf Gesamtdeutschland. Und dann sind wir weg von diesem Kritikpunkt, nur den Fokus auf einen Punkt zu legen. Sondern da muss ich dieses Ganze mal ganzheitlich angehen. Und ganzheitlich bedeutet an der Stelle wirklich Ideen zu haben, das umzusetzen, aber eben auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Das ist so, das, ich glaube, das Fach machen wir jetzt nicht nochmal auf, aber das berührt dir die Frage, wie soll unsere Gesellschaft eigentlich damit umgehen, dass bei einem Szenario, ne, wo sozusagen... Infrastruktur geschädigt ist, die Leute, die sich irgendwie selbst versorgen müssen, die vieles aber nicht können. Was heißt dann also Resilienz in einer Gesellschaft, ja, wo sozusagen eher, zumindest mit dem Status quo, die Möglichkeiten des Einzelnen darauf zu reagieren ganz unterschiedlich verteilt sind? Welche Konsequenzen zieht man in Zukunft? Darum möchte ich nur hinaus. Ich will das jetzt gar nicht beantworten, sondern zieht man die Konsequenz daraus, dass man eben auch den Ärmsten sozusagen so dahin unterstützt oder befähigt, resilient zu sein? Oder macht man die autoritäre Lösung wie China oder so? Du wirst halt von vornherein überwacht und kontrolliert. Ja? So, also nach dem Motto, was ich meine ist,
man rechnet dann damit, dass Leute vielleicht den Aufstand proben oder ja, irgendwie dann muss man diesen Aufstand bekämpfen. Mhm. Wollen wir nicht in der demokratischen Gesellschaft weiterhin leben, wo sozusagen den Leuten die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sodass sie eben keinen Aufstand proben, sage ich mal. Ja, ja, also das ist ein Punkt, worüber ich mir echt Gedanken mache. Weil ich glaube, dass nicht der Großteil der Gesellschaft, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir eigentlich letztendlich dann doch vielleicht wie Geschwister oder wie eine Familie sind. Wir zoffen uns und wir sind uns sehr, sehr fern. Oftmals, wenn aber was passiert, dann sind wir füreinander da. Das klingt total kitschig, aber ich glaube, jeder weiß so, was meint. Da hast du ja heute auch schon Nachbarschaftshilfe, Flüchtlingshilfe und sowas. Mhm. Worüber ich mir Gedanken mache, ist, und ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein großes Fass, was ich aufmache, weil ich da deine Meinung auch gerne nochmal hören würde zu. Worüber ich mir Sorgen mache, ist, wenn wir jetzt einen flächendeckenden Stromausfall haben oder einen flächendeckenden Angriff auf die kritische Infrastruktur, dann wäre das ein Ereignis von bestimmten Gruppierungen, dass sie ja in der Vergangenheit oftmals als Tag-X-Szenario bezeichnet haben. Wo aus der Sicht, ich sicherlich auch weniger, aber weniger gefährlicher und verrückter Köpfe, die Gesellschaft zusammenbricht. Ja, ja, ja. Und vor denen mache ich mir tatsächlich Sorgen. Und davor habe ich Angst, weil wenn du nur das, was ich halt medial mitbekommen habe, wenn du sagst, die sind vorbereitet auf Todeslisten, haben ihre Waffenverstecke und haben ihre Marschrouten, Sammelplätze und ähnliches, dann reicht das vollkommen aus, wenn du da, weiß ich nicht, über 20 bis 100 Mann sprichst, die dann losmarschieren, weil sie endlich sich sehen und der Rest der 84 Millionen feiert ein Freudenfest. Übrigens, Blackout, New York hat bewiesen, das war der kriminalitätsärmste Tag in der Geschichte von New York, weil sie alle zu Hause saßen oder auf der Straße und dann wirklich dieses Zusammenhalt. Aber die wenigen, die ja in unserer Gesellschaft präsent sind, glaube ich, mit Angst und Terror. Also sympathisch und irgendwie beruhigend sind die auch nicht auf mich. Ja? Und ich möchte mich auch nicht darauf verlassen, was ich jetzt sage. Aber soweit ich da mich informiert habe, gelesen habe, dürfen wir uns wahrscheinlich so ein bisschen darauf verlassen, dass da viel Dilettantismus dabei ist. Ja, aber deswegen muss man die Leute trotzdem ernst nehmen. Ja? Die können ja trotzdem durchaus mal einen Schaden haben oder allein, dass sie glauben, sie könnten, wären in einer Situation, wo sie dann die Macht übernehmen können, wo sie dann, reicht ja schon. Und du könntest jetzt sagen, aber historische Vergleiche hinken ja immer, ja, schau dir die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg an, so, ne, wo es dann ja auch die Freikorps und sowas gegeben hat, ja. Aber Geschichte wiederholt sich nicht so einfach, ja, auch, diese besagten Gruppen oder sie versuchen sich ja auch zu vernetzen, auch über Deutschland hinaus, wobei das ja wohl auch nicht so gut funktioniert oder da auch gewisse Probleme sind, weil wenn die dann mal in der Situation sind, wo sie glauben, sie sitzen am längeren Hebel, dann sind die sich schnell untereinander nicht mehr. Wie gesagt, darauf sollte man sich nicht verlassen, weil auch Leute, die wie man so schön sagt, im Rücken zur Wand stehen, die können auch erst recht aggressiv werden. Aber ich sehe das im Moment jedenfalls hier bei uns in Deutschland nicht als ein Problem mit einer Dimension an, ja, die wirklich eine existenzielle Bedrohung für den Staat darstellt. Und wenn man dir glauben darf, was du gesagt hast, dass man in so Krisensituationen ja doch eher zusammenhält, ja, so, dann müsste ich doch daraus schlussfolgern, ja, in der Bevölkerung ist auch eine gewisse von den staatlichen Strukturen unabhängige moralische Resilienz, ja, oder bewusste ethisch-moralische Resilienz, sage ich mal, dass man sich solchen Gruppenbestrebungen auch widersetzt. Ja? Was aber, ich meine, die alleine werden nicht großartig was ausrichten können. Also wenn wir das Szenario weiterspinnen, stell dir eher mal vor, die Nordkreuzler oder sowas sind sozusagen unsere Separatisten, ja?
die sozusagen dann, ne, mit Hilfe eines Drittstaates, das ist ja total gesponnen. Sollen sie Mecklenburg besetzen? Mecklenburg besetzt und Mecklenburg spaltet sich dann ab, ja, und wird dann Teil von was weiß ich was, ja. Also ich glaube es ja eher nicht, ja. Aber das Problem ist, also was so bei solchen Risikoanalysen, ja, oder so Szenarien, die mir ja sowieso nie zu 100%, also wir sind ja keine Hellseher, du immer, also man weiß zumindest, man muss immer die politische Großwetterlage dabei berücksichtigen, die aber festzustellen, können wir eben nicht. Hm. Ja, wenn so ein Szenario, dass eine kritische Infrastruktur ausfällt und das, worauf man sich her verlässt, die Strategien, die man zurzeit hat, also nicht, dass wir eben alles von vornherein schützen können, also wir können keine absolute Gefahrenabwehr, ja, garantieren, aber wir haben vielleicht die Strukturen und Mittel, um bei denkbaren Szenarien zumindest relativ schnell zu reagieren. Das ist ja sozusagen das Hauptargument. Und da ist dann immer so eine Sache, das funktioniert so lange gut, solange entweder nichts funktioniert oder dass immer, wenn was passiert, das auch spätestens dann irgendwie man in den Griff bekommen kann. Aber natürlich, unsere Gesellschaft, wenn im Ahrtal über 100 Menschen sterben, dann ist das ein Fanal. Ja, dann muss das harte Konsequenzen haben. Man hat es ja so schleppend. Ja? Das heißt, die Frage ist immer, welche Größenordnung erreichen solche desaströsen Ereignisse, dass die so eine kritische Masse erreichen, ne? Die dann sozusagen systemsprengend sein kann. Aber das auf der anderen Seite, wenn es so weit kommt, dann hast du, was willst du da noch abwehren? Also in der Ukraine beispielsweise, ja. Ich meine, da haben wir jetzt, da ist sozusagen der Fall, da ist ja eine staatliche Macht, eine Armee, die da angreift, die zwar jetzt sich im Rückziehen ist, aber ich nehme an, erstmal nur strategisch, ja, die viele von den Kriegszielen sind nicht erreicht worden, also von gezielten Angriffen, aber die haben trotzdem weiterhin die anscheinend den Willen und so wie die Ressourcen sowieso, das weiter zu eskalieren oder irgendwie sozusagen ein Akteur in diesem Spiel zu bleiben. Ja? Trotz dessen, dass jetzt sagen wir die ukrainische Bevölkerung so sich in dem Sinne resilient zeigt, ne, dass sie in der Lage war, aber eben auch nur mit der Hilfe von außen. Das heißt, wir leben ja in der internationalen Staatenwelt. Da kannst du bei solchen größeren Katastrophenszenarien, die haben nie nur eine Auswirkung auf den einen Staat oder die Region, wo es stattfindet, sondern das spielt immer auch eine Rolle, wie drumherum damit umgegangen wird. Hast du eine resiliente EU oder NATO oder sowas, ja, dann hilft es ja wahrscheinlich ungemein, um so auch eine regionale Katastrophe möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Ja? Aber wenn, keine Ahnung, wenn sozusagen dann die Bedrohung, die davon kommt, ob das jetzt eine große Naturkatastrophe ist, ein Angriff auf eine Infrastruktur von innen oder eben von außen, hängt es doch immer davon ab, wer da angreift, mit welchem Ziel, ja, mit welchen Mitteln, mit welchen Ressourcen im Hintergrund. Das ist doch immer das Entscheidende. Eine letzte Frage von mir. Ja, okay. Kann ein Vertrauensverlust nicht vielleicht auch zu einer höheren Resilienz in der Bevölkerung führen? Ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt gerade Ahrtal sagtest, ja. Auswirkungen Politik, ich glaube, das ist auch medial relativ gut aufgearbeitet, was in dieser Nacht da schiefgelaufen ist. Ich könnte mir vorstellen, oder wenn ich mich jetzt mal in so eine Person hineinversetze, die dort in der Nacht gerade so überlebt hat, ich würde mich nicht mehr auf den Staat verlassen, dass er in so einer Katastrophe mit seinen Funktionen mich retten kann. Gibt ja eigentlich zwei Konsequenzstränge. Entweder gebe ich auf und sage, ja, wenn es mich nächstes Mal trifft, dann trifft es mich, oder ich bereite mich besser vor. Ja, aber. Als Soziologe. Nee, das Problem ist, glaube ich, da. Natürlich, klar, da ist ein Vertrauensverlust da, der wird so schnell nicht wiederhergestellt werden. Können sich die Leute da selber schützen? Anscheinend tun das ja viele. Aber ich glaube, viele machen trotzdem einen weiteren grundlegenden Fehler. Sie wollen immer noch da ein Haus haben. Sie wollen da immer noch bauen. Also was eigentlich eine Lösung wäre, aber die meisten würden das eben als Niederlage oder als Aufgeben empfinden, ja, das ist vielleicht eine rationale Lösung, ne, oder eine Schlussfolgerung daraus ist, ich baue mir mein Haus da nicht ins Ahrtal. Ja, so schön das da noch ist, ja, aber da ist eben die Möglichkeit einer Flutkatastrophe,
Ja, und vielleicht auch völlig unabhängig davon, ob jetzt die Sicherheitsmaßnahmen besser werden. Das ist ein Grund, da sprichst du etwas an, was grundlegend bei uns in der Gesellschaft natürlich ein Thema ist. Ja, es passiert irgendwas und welche Konsequenzen zieht man daraus? Wie gesagt, es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten. Entweder ich bin der festen Überzeugung, vor allem durch Technologie kann ich mich besser wappnen, ich muss es halt besser machen, anders machen. Ja, und dafür kann man natürlich Argumente anführen. Oder die andere Schlussfolgerung, die halt in unserer Gesellschaft vielleicht weniger populär ist, ja, ist, ja, dann muss ich es vielleicht sein lassen. Ja, also das ist ja gerade auch so, auch bei der ganzen Klimageschichte oder die Frage, wie schnell muss es gehen oder wie geht man damit um, dass manche Leute sagen, jetzt hier, es muss sofort passieren, wenn nicht sofort passiert, dann geht die Welt unter oder dann muss ich eben die Straße blockieren, um darauf aufmerksam zu machen. Oder keine andere Beispiele wie, ne, die einen sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, deswegen sollte man am besten Fleischverkauf verbieten, weil sonst kapieren es die Leute nicht. Und die anderen sagen, ja, das ist doch aber eine Einschränkung von meiner Freiheit und wir wollen keine Verbotskultur. So, aber in der Bandbreite an Möglichkeiten, ja, ist es trotzdem rational zu sagen, okay, auf manche Dinge muss ich vielleicht wirklich verzichten. So, ne? Und dann, also unsere Gesellschaft jetzt konkret, aber auch bei solchen Katastrophen, ja, und ich meine, wir erleben ja auch Katastrophen, aber jetzt bleiben wir mal in unserem eher begrenzten Szenario, ist dann immer die Frage, bauen wir den Damm höher oder ziehen wir weg vom Flussufer, sage ich mal so, ne? Und dann müssen wir halt gucken, was ist besser? Vielleicht ist es ja mal irgendwann, also dieses Damm höher bauen ist natürlich die Vorstellung, die für uns ganz selbstverständlich zu sein scheint. Wir als Menschen sind doch in der Lage, das zeigt doch auch die Geschichte, ja, menschlichen Entwicklung, des Fortschritts, die Naturkräfte und die möglichen Unsicherheiten zu kalkulieren und in den Griff zu nehmen. Vorhin hast du mal davon gesprochen, es gibt immer ein Restrisiko. Das Problem ist, die einen sagen, ja, gibt es, aber kann man schon, das ist so gering, können wir trotzdem uns darauf einlassen, ja. Andere würden sagen, ja, weil es eben ein Restrisiko gibt, sollte man es lassen. Das ist diese klassische Debatte bei der Atomenergie, ja? Wo man sagt, Atomkraftwerke können doch so sicher sein, dass das Risiko so minimal ist, dass da eigentlich das höchst unwahrscheinlich ist. Das andere Argument, ja, aber das ist eben so klein, das ist, wenn es dann mal doch passiert, dann ist die Katastrophe da. So, und die kann man nicht mehr rückgängig machen. So, ne? Weißt du, was für mich immer ein Parameter ist beim Restrisiko? Persönlich kriege ich das Restrisiko versichert. Und im Ahrtal haben wir gesehen, wenn nicht mal eine Versicherung für, selbst wenn ich den 2.000 € im Monat in den Hals schmeiße, mich dafür absichern, dass mein Haus da direkt am Fluss steht, um den Abbinder zu machen zu deinen Aussagen, dann sollte ich es vielleicht auch echt sein lassen. Wie ist es jetzt? Die Versicherungen zahlen doch im Moment nicht mehr, oder? Nee. Bei Unwetter ist oder Hochwasser ist nicht, da wird sicherlich Prozesse geben, ob das, Klar. was die Ursache war, war das das Unwetter oder war es das Hochwasser, aber im Kern, wenn ich da meinen Fluss da dran baue und feststelle, oder will mein Haus am Fluss bauen will, dann feststelle, eine Versicherung zahlt nicht oder will mich nicht mehr versichern, auch wenn ich den jeden Monat, weiß ich nicht, einen Geldtransporter vorbeischicke, da muss ich mir echt Gedanken darüber machen, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Das stimmt, ja. Am Ende geht es ums Geld. Ne? Wer bezahlt? Ich danke dir recht herzlich, Florian. War wieder sehr spannend. Wir haben uns wieder so richtig reingeredet. Ich hoffe, den Zuhörenden und Sehenden hat es auch gefallen. Ein paar Anregungen sind gekommen. Wir warten ja auch immer auf die Kommentare. Ja, und natürlich auch immer gern auf Kritik und Verbesserungsvorschläge, denke ich, bist du sicher auch Ja. interessiert. Ja, und vielleicht geht die Diskussion ja weiter. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du dann auch mal Fragen, Kritik aus den Kommentaren aufgreifst, zum Anlass nimmst, dass wir Machen an wir. der Stelle Ja. dann weiter diskutieren vielleicht. Machen wir, ganz wichtig. Finde ich spannend. Vielen Dank. Es war auch mal spannend, in einer anderen Position zu sitzen. Ist jetzt viel anders als beim letzten Mal. Aber zumindest mal die Antworten geben zu können, Ach weil so, rum meinst du ja. manchmal juckt es dann doch beim Fragenstellen in der Hand, Ja. mal die eigene Meinung dazu Auf jeden präsentieren. Fall, das kann ich Das war gut super. verstehen. Vielen Ja. Dank dir, dass du das mitgemacht hast. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.